Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und heute komme ich nicht aus Italien zu dir, sondern vom wunderschönen Feldkirchner See. Aber ich habe es aus Italien mitgebracht, falls du meine letzten Podcasts verfolgt hast. Und zwar habe ich am Strand hier diese Muschel gefunden. Und um die soll es eigentlich gehen. Keine Angst, es wird jetzt kein Biologievortrag, sondern es geht mir darum, wie ich diese Muschel gefunden habe. Habe ich mir gedacht, nein, so eine schöne Muschel und vielleicht bringt die Glück. Und da habe ich mich daran erinnert, wie das früher war bei mir in der Schule, wenn man sich so Glücksbringer mitgenommen hat, vielleicht ein kleines Stofftier oder irgendwas, wo man das Gefühl hatte, das bringt einem Glück, dieses Objekt. Und das ist ja auch in der Esoterik sehr verbreitet. Da heißt vielleicht so ein Glücksamulett, ein Schutzamulett oder es gibt irgendein Symbol, irgendein Ding, das man mit einer gewissen Eigenschaft verbindet. Und um das soll es heute gehen. Die Frage ist nämlich, bringen solche Talismane wirklich Glück aus sich heraus? Oder wo kommt denn das überhaupt her? Und ich bin ja der Meinung, weil ich ja selber auch immer wieder so Erzengelsprays oder so Geschichten, also so Hilfsmittel einfach herstelle, auch für den energetischen Bedarf, dass es nicht darauf ankommt, was für ein Objekt man hat, was für einen Transmitter man hat, sondern mit welchem Bewusstsein man daran geht an die Sache. Du kannst also etwas haben und sagen, das bringt dir Glück, aber letzten Endes sollte man das Glück ja in sich haben. Glück ist natürlich keine Eigenschaft, sondern Glück ist aus meiner Sicht ein Teil mit einer Entscheidung. Nämlich wie man damit umgeht, wie man mit Glück in seinem Leben eigentlich umgeht. Was macht dich glücklich und über was kannst du eigentlich glücklich sein in deinem Leben? Denn Glück ist wie Freude eine Aktivität, ein Muskel, der trainiert gehört. Und dazu eignen sich dann natürlich so Talismane schon. Nicht dazu, dass ich sage, das habe ich gefunden im Außen und das bringt mir dann Glück, sondern das erinnert mich daran, dass ich eigentlich glücklich sein kann oder glücklich bin und ich kann dann mit dieser Eigenschaft umgehen. Und wir sollten uns, glaube ich, mehr daran erinnern, wie glücklich wir sind. Und vor allem in Zeiten, wo große Umwälzungen, große Krisen auf uns zukommen, ist es ganz wichtig, sich dieses Glücks bewusst zu sein. Und nicht glücklich zu sein mit dem, was man hat, sondern mit dem, was man ist. Glücklich macht dich die Person, die du bist, nicht der Besitz, den du hast. Und da würde ich dich dazu einladen, einfach mal so die coolste Variante von dir selbst zu sein, die dich am glücklichsten macht. Sei die Variante von dir, die dich am glücklichsten macht. Und wenn du es gestern noch nicht gewesen bist, dann sei es heute ein Stück mehr. Und dann am nächsten Tag wieder etwas mehr. Also Glück ist etwas, das kann man ausbauen. Immer wenn du das Gefühl hast, Glück kommt von außen zu dir durch ein Symbol, durch einen Menschen, dann sei dir immer bewusst, diese Symbole, auch wenn sie dir Freude bereiten, sind auch ganz schnell wieder weg. Und ist dann das Glück weg oder bleibt das Glück in dir? Also mach dir bewusst, welche Art Person du bist und das macht dich krisensicher, nicht das Außen, nicht irgendwelche Besitztümer, nicht irgendwelche Symbole. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du glücklich und zufrieden bist oder vielleicht auch glücklicher und zufrieden bist, nachdem du das Video geschaut hast. Ich bin Oliver Erni und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und mich macht ja auch Wasser glücklich, darum bin ich ja so viel am Wasser und ich genieße auch die Ruhe da. Und verglichen mit dem Lärm am Strand, es ist hier richtig malerisch und herrlich. Also hab eine gute Zeit und bis nächstes Mal. Habe ich noch vergessen? Natürlich Daumen hoch, abonniere den Kanal. Wir sind nur 30 Abonnenten vor den 1000 entfernt, also es ist richtig cool. Danke, tschüss.